Hallo, mein Name ist Benny. Ich bin online unterwegs als Benny Kain und bin hauptberuflich Lehrer an einer Mittelschule in Bayern und habe ganz, ganz viel in meinem Alltag mit Leseförderung, Lesemotivation zu tun. Ich gebe zu den Themen Fortbildungen. Ich habe einen Podcast, wo ich das Thema Leseförderung und Lesemotivation bespreche und habe aktuell eine 9. Klasse. Ich entlasse die quasi dieses Jahr in die Freiheit auf den Arbeitsmarkt größtenteils. Und hatte die unfassbare Ehre und Freude, die in den letzten 3 Jahren unterrichten zu dürfen. Und habe ganz, ganz viel mit denen gelernt. Ich hoffe, die SchülerInnen haben auch ganz, ganz viel gelernt, aber ich auf jeden Fall auch, gerade was Leseförderung, Lesemotivation angeht. Weshalb ich mich total freue, dass ich heute was zu den Titeln in einfacher Sprache sagen darf. Ich glaube, man muss mit der heutigen Realität klarkommen und zurechtkommen, dass nicht alle Kinder von Beginn an mit Lesen, mit Büchern konfrontiert sind, nicht alle eine Umgebung haben, wo gelesen wird. Und das sollte man wissen. Wenn ich an meine Klasse denke, dann gab es da Schülerinnen und Schüler, die total viel gelesen haben. Es gab Schülerinnen und Schüler, die überhaupt nicht gelesen haben. Und es gab Schülerinnen und Schüler, die vielleicht lesen wollten, aber gar nicht so richtig wussten, was sie lesen wollen. Und ich glaube, je nachdem, was man auch hat in der Klasse, muss man an Leseförderung anders herangehen und es muss einem bewusst sein, was man denn möchte. Möchte man die Leseflüssigkeit verbessern? Möchte man die Lesekompetenz steigern? Möchte man die Schüler und Schülerinnen motivieren? Was möchte man? Und dann muss man Entscheidungen treffen. Ich habe in meiner Klasse 3 Legastheniker und bei denen ist es einfach so, die brauchen sehr, sehr lang, um so einen Text auch zu dekodieren. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viel auch in der Lesekompetenz, was noch nicht stimmt, die Hilfe brauchen. Und das können wir mit Lesetandems und so weiter und so fort, können wir alles verbessern. Aber natürlich stoßen die auch auf ihre Grenzen. Und was ich einfach erlebt habe mit den Titeln in einfacher Sprache, ist, dass das endlich mal Texte sind, die auf dem Niveau meiner Schülerinnen und Schüler sind, die beispielsweise Legasthenie haben. Und die sie zum Lesen trotzdem motivieren. Und ich finde, diesen Aspekt darf man einfach nicht vergessen. Lesen soll Spaß machen. Ich möchte nicht leidende Schülerinnen und Schüler vor mir haben, sondern ich möchte wirklich Schülerinnen und Schüler haben, die daran Spaß haben. Und das ermöglicht einen Titel in einfacher Sprache. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass ich Schülerinnen und Schüler in meiner Klasse habe, die eine total hohe Lesekompetenz haben, die Spaß am Lesen haben. Und da kommen mir die Titel in einfacher Sprache auch wieder, ja, spielen mir quasi in die Karten, weil ich denen das Buch geben kann, das normal auf dem Buchmarkt erschienen ist. Und denen, die da Probleme haben, mit denen ich aber trotzdem zum Beispiel eine Klassenlektüre lesen möchte, denen gebe ich den Titel in einfacher Sprache und trotzdem sind alle beiden Gruppen quasi auf demselben Level, was den Inhalt angeht. Ne? Klar ist die Sprache dann anders, aber zumindest inhaltlich ist es das Gleiche und wir können im Klassenverbund es zusammen lesen. Und wir hatten das auch immer als Chance gesehen, zu sagen, das eine ist nicht weniger wert als das andere. Und das ist eigentlich ganz, ganz schön. Das heißt, Differenzierung sieht für mich so aus, dass jede Schülerin und jeder Schüler genau das bekommt, was er oder sie braucht. Und je nachdem, was das ist, kann man da einhaken. Zum Beispiel mit Titeln einfacher Sprache, mit Lesetandems, mit Wörterbüchern, mit einem Hörtext gibt es natürlich auch. Und, und. Ich glaube, da gibt es alles Mögliche, was man da machen kann und auf jeden Fall auch machen sollte. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Da kommt es natürlich auch drauf an, habe ich zum Beispiel eine Bescheinigung von Legasthenie. Da ist ja dann oft auch zum Beispiel der Fall, dass man mündlich mehr als schriftlich bewerten darf oder dass man bestimmte Dinge vorgelesen bekommt oder wie auch immer. Also da ist dann ganz, ganz konkret. In unserem Fall macht das eine Beratungslehrkraft, die uns da ganz genau sagt, was für Ausgleiche der oder diejenige dann eben bekommt. Und das zeigt sich dann eben auch in einem Leistungsnachweis. Das heißt, wenn ich zu einem Buch was schreiben lasse oder die was lesen müssen und ich das dann bewerte mit Hilfe von Aufgaben oder wie auch immer,
dann bekommen das zum Beispiel meine Legastheniker vorgelesen. Oder ich mache da ganz, ganz viel mündlich und ersetze da halt das Schriftliche. Also wenn ich einfach weiß, dass sie mit der Schrift Probleme haben und das auch attestiert ist, dann machen wir das so. Und es ist trotzdem für alle gleich, in dem Sinne, dass wenn jemand Legasthenie hat, arbeitet er natürlich ganz anders als jemand, der das nicht hat. Und so kann man dann auf diejenigen auch eingehen und das in die Richtung eben auch führen, dass jeder auch auf dem Niveau getestet wird, der ihm entspricht. Und wenn sowas wie Legasthenie nicht ist, auch da finde ich es wichtig, dass man faire Chancen für alle einräumt und das aber auch im Schulkonzept beispielsweise verankert ist. Also bei uns, wenn Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern kommen, die zum Beispiel jetzt aber keine andere Attestierung, keine anderen Probleme haben, außer dass sie halt jetzt nicht die Muttersprache Deutsch haben, dann gibt es bei uns auch Möglichkeiten, wie man diesen Schülerinnen und Schülern helfen kann. Beispielsweise mit Klärung von unbekannten Begriffen oder Vorlesen der Aufgabenstellung oder. Also wir sind da sehr, sehr differenziert unterwegs und ich finde, da lässt auch der Lehrplan genug Raum, um das zu ermöglichen. Meine Erfahrung war, dass meine Schülerinnen und Schüler, die diese Titel in Fachsprache gelesen haben, mir ganz oft mitgeteilt haben: Mensch, das ist das erste Mal ein Buch, was für uns geschrieben worden ist, also für uns Jugendliche, was trotzdem auf dem Niveau ist, was wir gut verstehen. Und das führte dazu, dass ein Schüler zum Beispiel bei Boy Seven gesagt hat: Das war das erste Mal, dass ich beim Lesen richtig Spaß hatte. Und ich finde, wenn das eine Schülerin, ein Schüler von seiner Schulzeit behaupten kann, dass es ein Buch gab, was er oder sie richtig, richtig schön und richtig, richtig spannend fand, dann haben wir da schon ganz, ganz viel richtig gemacht. Ich glaube zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Ich glaube, das kann wahnsinnig helfen, vor allen Dingen aufgrund des Glossars im Hintergrund. Dann natürlich Schülerinnen und Schüler mit Legasthenie. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Sache. Und ich finde zum Hinführen, wenn jetzt jemand wirklich sagt, das dauert mir alles viel zu lang und so ein 300-Seiten-Buch, ich krieg's einfach nicht hin, ich möchte das auch nicht, dann kann man dem auch mal so einen Titel in einfacher Sprache geben. Und dann geht es schneller, weil es rasanter fährt ist. Und dann merken aber auch vor allen Dingen ein paar Schülerinnen und Schüler: Okay, das war jetzt spannend, aber ich habe schon gemerkt, das war ziemlich leicht. Und dann kann man ja auch noch motivieren und sagen: Okay, dann versuchen wir jetzt mal einen Titel nicht in einfacher Sprache, sondern einen Titel, der eben vielleicht nur 150 Seiten hat, aber jetzt nicht explizit in leichter Sprache formuliert ist. Also ich finde, auch da darf man den Schülerinnen und Schülern nicht die Erfahrung rauben, auch zu sehen und zu hören: Hey, das ist mein Level und anscheinend kann ich mehr und dann machen wir das. Und deswegen, ja, ich glaube hauptsächlich Schülerinnen und Schüler, die vielleicht einfach mit der deutschen Sprache Probleme haben, warum auch immer, die Legasthenie attestiert haben oder die vielleicht auch motiviert werden müssen mit der Erfahrung: Hey, das habe ich jetzt innerhalb von einem, von zwei, von 3 Tagen gelesen und fand es total spannend. Also anscheinend sind Bücher doch was für mich. Also, ich glaube, dass das jetzt ein Trugschluss wäre, zu sagen, ich gebe einfach einen Titel in einfacher Sprache in die Klasse und dann steigert sich die Lesekompetenz, sondern da muss natürlich ein System drumherum aufgebaut werden. Aber ich glaube einfach, dass der Titel in einfacher Sprache, welcher auch immer das von den vielen ist, die es da jetzt mittlerweile gibt, dass der helfen kann, um die Lesekompetenz zu steigern. Denn mit Hilfe der Texte, die eben aufs Wesentliche reduziert sind, die sprachlich reflektiert worden sind, die die Schülerinnen und Schüler trotzdem herausfordern. Ich glaube, das ist auch ein Trugschluss, dass man sagt, ja, ist ja automatisch eine einfache Sprache, also ist es ja total easy going für die Schülerinnen und Schüler. Nee, weil die Schülerinnen und Schüler, die das bekommen, die haben da trotzdem eine Herausforderung. Und dann kann ich mit diesem Titel einfach super viel machen. Ich kann in Tandem lesen lassen und einen starken Leser, eine starke Leserin mit einem,
nennen wir mal eingeschränkten Leser, Leserinnen zusammenarbeiten lassen, kann da diese Flüssigkeit erarbeiten. Gleichzeitig, wenn so ein Titel gelesen wird, gibt es ja diesen Glossar am Ende vom Buch. Das heißt, ich steige auch den Wortschatz, denn die Schülerinnen und Schüler können ihre unbekannten Wörter da hinten nachschauen, was auch sehr einfach gemacht ist, einfach einen neuen Wortschatz sich auch anzueignen. Mithilfe des Trennungspunkts, der ja längere Wörter ja, in sinnhafte Abschnitte teilt, wird auch nochmal die Leseleistung gefördert, einfach weil man da ja auch nochmal mitbekommt, so, wenn ich lese, muss ich quasi immer nach Wörtern suchen, die mir bekannt sind und dann die zusammensetzen, dann macht es vielleicht ein bisschen einfacher für mich. Und ich glaube einfach, es ist die perfekte Balance zwischen ich fordere und fördere gleichzeitig so einen Titel in einfacher Sprache und ich kann einfach parallel arbeiten. Ich glaube, das ist der größte Vorteil. Ich kann das normale Buch an einen starken Leser, eine starke Leserin geben und den Titel in einfacher Sprache an eine schwächere Leserin und komme dann eben trotzdem mit beiden zum selben Ziel, aber eben auf unterschiedliche Wege und kann da auch nochmal ganz, ganz anders gewichten. Also wie gesagt, ich kann die zusammenarbeiten lassen und da steigert sich bei beiden die Lesekompetenz und beide sind auf ihrem Niveau. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil von Titeln in einfacher Sprache.